Seit letzter Nacht überqueren türkische Truppen und hunderte syrisch-arabische Freischärler, die von der türkischen Armee ausgebildet und ausgerüstet wurden, die Grenze bei Akçakale. Unterstützt von großflächigen Artillerie- und Luftbombardements stoßen sie in das kurdisch verwaltete Nordsyrien vor. Angegriffen wurde dabei heute auch Kamischli, die bevölkerungsreichste syrische Stadt im Osten der syrisch-türkischen Grenze. Wir haben 10 Notfälle, 2 von ihnen sind in einem kritischen Zustand. Bislang sind nach syrischen Angaben 30 Menschen getötet worden. Mehr als 60.000 Zivilisten fliehen aus Angst vor den Bomben aus den Ortschaften an der Grenze ins Landesinnere. Staatspräsident Erdogan lobte vor Parteifunktionären in Ankara heute die Quelle des Friedens genannte Offensive, bei der schon mehr als 100 Terroristen ausgeschaltet worden seien, sagte er, und er drohte Europa. Wenn ihr versucht, unsere Operation als Invasion darzustellen, werden wir die Türen öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch schicken. Bei den Kämpfen feuerten kurdische Milizen aus Syrien Granaten auf das türkische Akçakale ab. Dabei gab es nach türkischen Angaben 2 Tote und mehrere Verletzte. Die türkische Justiz hat unterdessen gegen Dutzende Journalisten, Politiker und Internetnutzer Ermittlungen wegen Terrorpropaganda eingeleitet, weil sie den Einmarsch nach Syrien kritisiert hatten.